Wir sind Everwave. Wir holen Müll aus Flüssen, damit er nicht ins Meer gelangt. Und zusammen mit Mastercard kämpfen wir für eine Welt ohne Ablaufdatum. Angefangen hat alles in einem Tauchurlaub vor einigen Jahren, als mich eine Plastiktüte am Fuß berührt hat, worauf ich dann gemerkt habe, wie viel Plastik eigentlich um mich herumschwimmt. Und das war für mich so der Key-Moment, wo ich angefangen habe, mich mit der Plastikvermüllung der Meere zu beschäftigen, habe eine Vision entwickelt, wie man die Meere von Plastik befreien könnte. Und daraus ist bis heute Everwave geworden. Umgerechnet gelangt jede Minute eine LKW-Ladung voll Müll in unsere Meere. Und das hat natürlich zum einen über die Nahrungskette Auswirkungen auf Meeresbewohner. Das heißt, am Ende sind auch wir diejenigen, die zum Beispiel über Nahrung das Plastik mit aufnehmen. Also wir bezeichnen uns ja ganz gerne als Recycling-Weltmeister in Deutschland. Wir haben aber natürlich auch ganz großen Anteil daran, dass Müll ins Meer gelangt, weil wir einfach sehr, sehr viel Müll produzieren, nutzen, aber auch exportieren. Unser Müll landet dann am Ende möglicherweise auf einer indonesischen Mülldeponie und dann dort wieder im Meer. Also wir sind schon auch hier vor Ort Teil des Problems. Von der Kooperation mit Mastercard wünsche ich mir natürlich, dass wir zum einen unglaublich viel Müll aus dem Wasser holen und auf der anderen Seite aber auch eine große Reichweite erzielen. Mit Unternehmen können wir tatsächlich die Welt verändern und genau das ist eben das Ziel.